Wir hören den zweiten Teil aus der Pfarrchronik, die Erinnerungen von Stadtpfarrer Lutz zum Kriegsende hier in Tuttlingen. Welche Empfindung hatte ich in dieser Stunde? Eigentlich gehört solch eine Frage nicht in eine Pfarrchronik, aber zur Lageschilderung und zum besseren Verständnis der späteren Geschlechter mag es doch gut sein. Meine Gefühle waren, ich will es ehrlich sagen, widersprüchlichster Art. Auf der einen Seite wirklich Freude und Dank gegen den Herrgott, dass wir an Leib und Gut erhalten und der Krieg für uns nun vorüber war und vor allem nunmehr der nationalsozialistische Spuk war zu Ende. Die Seifenblase war geplatzt, wie jemand sich ausdrückte. Wir waren frei von diesen Erzfeinden Gottes und aller christlichen Religionen. Nun wird unsere Kirche nicht mehr Markthalle werden. Das war eine Aussage, die Pfarrer Lutz mit eigenen Ohren hörte, als er auf dem Rathaus den Antrag für den Bauantrag für die St. Galluskirche stellte und der dortige Amtmann ihm sagte, er solle ihn ruhig stellen und die Kirche ruhig bauen. Wenn der Krieg dann vorüber wäre, dann würde aus der Kirche eine Markthalle für die Nationalsozialisten gemacht werden. Also nun wird unsere Kirche nicht mehr Markthalle werden. Wahrhaftig, das Psalmwort, Psalm 2, ist an unseren Feinden, das waren die Nazis, in Erfüllung gegangen. Was ist, dass die Heiden so toben, die Völker sinnen auf sinnlose Pläne, so will ich verkünden des Herrn Beschluss, zu mir hat gesprochen der Herr, du wirst sie zerbrechen wie Töpfergeschirr. Ja, nun liegt sie auf der Straße, die stolze Hakenkreuzflagge, drüben vor der Kreisleitung, in nächster Nachbarschaft habe ich's mit eigenen Augen geschaut. Da liegt ein großes Banner mitten im Staub und Schmutz der Straße und die Autos fahren darüber und die Stiefel der Soldaten putzen ihren Kot daran ab. Darüber kann mein deutsches Herz nicht klagen, nein, denn noch nie war diese Schandflagge in meinen Augen wirklich die deutsche Flagge. Sie war die eines Zwingherrn und Tyrannen, eines solchen, der das Christenkreuz umbiegen und ein Antichristzeichen draus machen wollte. Ein paar französische Soldaten, die in die Kirche kamen und mich fragten, erklärte ich, nous sommes heureux que vous êtes venu. In diesem Sinn ist das Wort gemeint, aber auch nur in diesem Sinn. Befreier sind sie vom Hakenkreuz mit all seiner Sklaverei, seiner Ungerechtigkeit, seiner Lüge und Teufelei. Aber die Franzosen, außer jenen, die bei uns Gefangene waren, können eine solche Mentalität kaum verstehen und meinen, alle Deutschen müssten eben doch mehr oder weniger mit Hitler sympathisiert haben und seinen Sieg ersehnt haben. Nein, das haben viele nicht und deshalb freuen sie sich jetzt. Aber nicht freuen können sie sich jetzt, ja im Gegenteil, traurig sind sie, tief traurig. Das sind die entgegengesetzten Gefühle, dass um solchen Preis der Erzfeind Hitler gestürzt werden musste, um den Preis eines zerschlagenen, zertretenen, zerblutenen und geschändeten Deutschlands. All diese Erniedrigungen, all dieses Elend sind nun gekommen als unmittelbare Folge jener furchtbaren Hybris, derer sich der Übermensch Hitler und sein Anhang schuldig gemacht haben. Es war die in das völkische und staatliche Leben, ja bis in die einzelne Familie hin übertragene Nietzsche-Philosophie. Und die war nun bankrott gegangen. Aber den Preis müssen wir bitter, bitter bezahlen, wir und wohl noch lange unsere Kinder und Kindeskinder. Aber deutsches Volk, kehre zurück zum Herrn, deinem Gott, dann wirst auch du wieder sein Volk sein und wirst trotz allem es schaffen und wieder glücklich sein. Das war im Wesentlichen der Inhalt meiner Predigt vom 29.04., letzter Aprilsonntag, die von einem französisch-kommunistischen Witzblatt unter gewaltiger Entstellung einer besonders liebevollen Verspottung gewürdigt wurde. Nun aber zurück zur Schilderung der Tagesbegebenheiten. Ganz ohne Verluste war es, wie schon oben erwähnt, bei der Besetzung leider nicht abgegangen. Durch unglückliche Umstände, wohl schlechter Nachrichtenübermittlung, veranlasst hatten die feindlichen Flugzeuge, als die Stadt schon besetzt war und die Panzer mittendrin standen, einige Bomben abgeworfen. Schon waren viele Leute als Zuschauer auf den Straßen. Die Wirkung war schrecklich. Durch die äußerst starke Splitterwirkung der leichten Bomben wurden viele Umstehende zu Tode getroffen. Es war in der Zeughausstraße beim Falken. Als ich am anderen Morgen daran vorüberging, sah ich noch große Blutspuren und in der Rinne ein halbes menschliches Hirn. Es gab dort
einige später an der Verwundung gestorbener und eingerechnet rund 50 Tote. Darunter waren freilich auch Ausländer und sogar einige Franzosen. Ich habe mir sagen lassen, dass die französischen Soldaten rasch in die Panzer sprangen und dabei noch einige Kinder mit hinein retteten. Immerhin ein schöner Zug. In der Gemeinde hatten wir 14 Tote, darunter ein Jungmädel und ein Junge und auch ein Mitglied unserer Pfarrjugend. Ein braves 21-jähriges Mädchen. Sie wurde durch einen kleinen Splitter in den Hals getroffen und sank ihrem Bräutigam, einem Holländer, tot in die Arme. Die Trauer in der Gemeinde war groß. Auch ein Haus in der Moltke-Straße wurde getroffen und brannte völlig aus. Es gehörte einer gut katholischen Familie, wodurch diese in neues Leid versetzt wurde, wenn die weißen Fahnen nicht eingezogen und dadurch die Besatzung nicht um einige Stunden verzögert worden wären, hätten wir wohl keine Verluste gehabt. So aber mussten auch wir die Folgen der bösen Verhetzung der jungen Leute verspüren, denn nur durch solche war jene Torheit geschehen. Ich nahm gleich am ersten Tag einen französischen Feldgeistlichen in unser Haus auf und verschaffte dem Pfarrhaus dadurch eine gewisse Sicherheit. Wir wurden auch tatsächlich nie im eigentlichen Sinne belästigt.